Good morning, Vietnam. Muss ich zugeben, wie Zavi das Steelbook angekündigt hat, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, ist das ein cooles Cover. Und jetzt, wo ich es dann bekommen habe, finde ich das ehrlich gesagt noch viel mehr, weil das Steelbook nämlich noch dazu geprägt ist. Das sieht wirklich echt, echt genial aus. Keine Sorge, ich zeige euch dann das komplette Frontcover auch noch. Zuerst einmal hinten und die übliche Fläche, wo manche Grafiker vielleicht daran gedacht hätten, dass man auch ein Design anbringen könnte. Ich liebe es ja immer wieder, wenn nicht einmal der Autofokus meiner Kamera zu erkennen scheint, dass er hier irgendwie eine designte Fläche vor sich hat. Was gibt es für eine bessere Kunstkritik als das? Anyways, auf dem Frontcover zumindest hat man sich kreativitätstechnisch, finde ich, wirklich bemüht. Da sieht das Steelbook echt, echt cool aus. Vor allem, es ist so ein Kultfilm in Wirklichkeit und ich bilde mir fast ein, ich habe den noch nie komplett gesehen. Ich kann mich eigentlich immer nur erinnern, dass ich ihn im Fernsehen ansatzweise gesehen habe, aber auf DVD oder Video hatte ich den nie. Und von daher, angesichts der Tatsache, by the way, happy birthday Robbie Williams, etwas spät, aber Robin Williams hatte ja vergangene Woche seinen Geburtstag, hätte seinen Geburtstag gehabt, ich glaube den 64. Absolut tragisch, was da letztes Jahr passiert ist.